Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, wir haben den fetten, komischen Koloss, den Galadriator, gerade besiegt, haben noch ein paar Informationen erhalten und wir handeln jetzt erstmal mit den ganzen komischen Dorfbewohnern. Mal gucken, ob uns wieder was gibt. Okay, Hühnerfutter. Gibt ihr uns das wirklich oder steht das da echt nur so, als ob es verarsche? Okay, da steht da, glaube ich, nur zur Verarsche. Okay, wir müssen noch auf jeden Fall Seidentücher bringen zum Typen. Ja, die haben wir schon vollgequatscht. Da ist der Idiot noch. Wir brauchen irgendwie Seidentücher. Was ist das? Brauchst du hier? Möchtest du an stinkende Fische? Nee. Was gibst du uns? Preis pro Sack. Und 3 Juwelen pro Sack. Möchtest du das denn kaufen? Nein. Warte mal, die verkauft 3 Juwelen pro Sack. Und ich verkaufe dieser eine dem Schimmelsack. 9 Juwelen pro Sack. Okay, dann habe ich gerade echt Scheiße gebaut. Muss ich doch bei der alten Frau tauschen. Aber erst gehe ich noch mal kurz raus. Und zwar in den Sandsturm, den suche ich jetzt noch mal, weil da drin erhalten wir nämlich was sehr Kostbares. Au. Ach, das gibt's doch nicht. Nein! Nach Aufladen können wir Schwert ja noch nicht. Aber das macht gut Schaden. Und wir sind vergiftet. Das erstmal am besten. Und die greift an. Und die muss auch treffen. Was ist denn jetzt los? Ach so. Klar. Der scheiß Sandsturm macht uns ja auch zu schaffen. Muss man hier nur stehen bleiben oder? Heuballenattacke. Au, da waren ja 2 Spinnen. Und Bobby erreicht auch Level 14. Ach, das gibt's doch nicht. Das ist echt eine Scheiße mit dem Sandsturm. Ja, Leute. Ich werde das mal kurz rausschneiden, solange bis ich den Sandsturm gefunden habe. Ja, mein Hund ist natürlich wieder vergiftet. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich habe den Sandsturm gefunden. Wie ihr sehen könnt, werden wir die ganze Zeit rumgewirbelt. Und wir wirbeln und wir wirbeln und wir wirbeln. Und mein Hund ist vergiftet. Ich muss ihn echt noch heilen. Ach so, die Vergiftung lässt nach. Ja, super. Blöde Spinne kriegt jetzt erstmal einen Feuerzauber auf den Arsch. Nee, das gibt's doch nicht. Der ist so schwach. Ja, Omni. Wir müssen uns da eben kurz heilen. Dummi-dumm. Und das dauert jetzt natürlich erstmal. Ich glaube, ich sollte echt nächstes Mal doch nicht den Namen meines echten Hundes verwenden, da ich, wenn ich jedes Mal seinen Namen rufe, irgendwie blöd angelaufen kommt und mich die ganze Zeit angafft und irgendwas von mir will, weil er sich natürlich angesprochen fühlt. Also, das war echt schon ein beschissener Fail, aber naja, wir haben daraus gelernt. Und wir kreisen, und wir kreisen, und wir kreisen, und wir kreisen. Ja. Und wir gehen. Und wir kreisen. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt erstmal die ganze Zeit hier eine Runde Karussell oder irgendwie sowas. Ah, da ist es. Mir ist schlecht.
Wir müssen standhaft bleiben und weiterkreisen. Und wir kreisen. Und mein Hund, der dreht auch schon durch. Ach ja. Und wir kreisen immer noch. Schnüffel nicht, hier gibt es eh nicht so schnüffeln aus der Sand. Vor allem diese scheiß Wüste, die entzieht uns echt so dermaßen viel Energie. Wenn wir stehen bleiben, nur eins, aber sobald wir uns bewegen, fünf. Ja, wir gehen mal wieder und kreisen. Also wir kreisen hier echt schon seit ungeschlagenen 2 Minuten. Also ich will nur echt wissen, Birk, Burps, Ups, Reier. Okay, wir sind schon am Kotzen. Also ich will echt nicht wissen, was die Spielemacher sich dabei einfallen lassen haben, dass man ja fast 3 Minuten nur im blöden Stuhlkreis hier nur sich rumdrehen lässt. Also das ist echt ein bisschen sinnlos. Das hätten sie ruhig mal verkürzen können, irgendwie auf, weiß ich nicht, 1 Minute oder sowas. Das wäre nur mindestens irgendwo akzeptabel gewesen. Ja, wir gehen zum dritten Mal. Und wir kreisen weiter. Und ich glaube, von dem Scheiß zugucken wird mir auch schon irgendwie ganz schlecht. Kreisen und wir kreisen und wir kreisen. Na komm, mach doch endlich fertig. 3 Minuten, beziehungsweise fast 4 Minuten kreisen wir hier schon. Mir ist Rülps. Gut. Wir kreisen trotzdem weiter. Kotz, werd ohnmächtig, fall ins Loch rein. Keine Ahnung was. Tu irgendwas. Oder gene, genau. Los, mach es endlich fertig hier. Richtig schön anzusehen. Ja, komm, brauchst nicht piepen, wir haben noch nur Energie, werden eh nicht angegriffen. Ah, wir haben es endlich geschafft. Hey, wo bin ich hier? Ja, wo bin ich hier? Reis und Gewürz erhalten. Ja, und wir haben volle Energie bekommen. Und das ist genau das, was ich euch zeigen wollte, und deswegen sehen wir jetzt fast 5 Minuten nur im Kreis rumgedreht und rumgedreht und rumgedreht. Ja, aber dafür haben wir jetzt, wie ihr sehen könnt, 99 Reis und 99 Gewürz. Und ich finde, das ist schon sehr gut in dem Sinne, weil wir auch verdammt wenig Kohle eigentlich haben, was wir auch sehr brauchen werden hier. Okay, naja, was heißt wenig Kohle? Wir haben ja insgesamt 1167 Diamanten. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwoher diese blöden Seintücher bekommen. Oder irgendwas anderes. Aber ich vermute hier, der verkauft irgendwie nur Amulette des Karons an. Nein, wollen wir aber nicht mehr. Geh weg. Haha, cool, jetzt haben wir einen runtergehandelt bis auf einen Sack. Okay, du siehst aus, als hättest du kein Geld, das ist aber falls auch kauf ich für nur 5 Gewürze oder 2 Hühner. Nein, wir haben noch keine Gewürze oder Hühner. Was kannst du uns anbieten? Ein Gegner schützen willst, habe ich etwas für dich. Hier ist die Römertoga. Gib mir einen Jahrreif und die Römertoga dir. Ist zwar ein Angebot, aber ich weiß nicht, was das ist für ein Ding. Und weil der Jahrreif, der ist dazu da, damit wir schnell rennen können. Und ich glaube nicht, dass wir den doch abgeben wollen. Ach nee, das ist ja gar nicht, das ist der Jaguarring. Mein armer Ultra verleiht dir deine Rüstung, strahlende Sauberkeit und reine Stärke. Ich tausche es gegen Schleifstab. Ein guter Deal, armer Ultra? Ja, wir haben noch erstmal gar nichts. Okay, was verkaufst du? Seide. 3 Perlen. Wir haben noch keine Perlen. Da müssen wir noch weiter suchen. Was verkaufst du?
Juwelen gegen andere Währungen eintauschen. Möchtest du etwas eintauschen? In der Tat. Hast du genug Krallen? Achso, hier können wir auch nochmal Geld tauschen. Du willst Perlen? Für nur 10 Juwelen pro Stück gehört diese dir großartig, oder? Also nun, ich kaufe wie viele? 10. Okay, das ist echt ein teurer Spaß. Ja. Pro Tuch verlange ich 3 Perlen. Was meinst du? Guter Tausch. Wie viele Tücher? 3. Ah, danke. Okay, jetzt können wir erstmal zu dem Ehrenwegen hingehen und ihm erstmal diese Tücher geben für den Stein. Wasser gefunden. Hier ist nichts. Okay. Ja, komm. Ein guter an der Räumende Weg frei. So, dann mach das mal. Oh, siehst du? So hebt man einen Felsen. Wo das Ding wohl landen wird? Ja, das werden wir eigentlich alles später noch herausfinden. Aber wir müssen jetzt erstmal noch handeln. Aber meine Zeit ist auch schon wieder leider abgelaufen, da wir so lange im Stuhl drin gewesen sind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.